Willkommen auf Hayos Kanal. In letzter Zeit hat man sich oft gefragt, warum nehmen die Russen eigentlich alles, was im Krieg mit der Ukraine passiert, so unglaublich lethargisch hin? Vor ein paar Wochen haben ukrainische Truppen die Grenze nach Russland überquert und halten jetzt schon 100 Siedlungen besetzt. Und was passiert? Nichts. Selbst die Menschen in der Ukraine sind ganz baff über den unglaublichen Gleichmut, mit dem sowohl das Regime in Moskau als auch die Bevölkerung Russlands diese Besetzung eines Teils ihres Staatsgebietes hinnimmt, als sei das gar nichts. Ich glaube, auch die Ukrainer haben erwartet, dass ein solcher Schritt mehr Alarmsirenen aufheulen lassen würde, dass die Russen alles unternehmen würden, um die Eindringlinge wieder zu vertreiben und dadurch vielleicht auch die Front im Osten der Ukraine entlastet würde. Aber es scheint allen völlig wurscht zu sein. Daniel Orain ist ein russischer YouTuber, der auf seinem Kanal 1420 Interviews mit zufällig ausgewählten Passanten in Moskau bringt. Er vermeidet Kritik an Putin, aber manchmal sind die Reaktionen der Passanten doch sehr erhellend. So in seiner letzten Folge, die in der Beschreibung verlinkt ist, die man gerne mal anschauen kann, und in der er fragt, warum ist es allen Leuten so gleichgültig, dass die Ukraine einen Teil deines Landes besetzt hat? An den Antworten sind für mich zwei Aspekte besonders interessant. Das eine ist, man kann sowieso nichts machen. Das ist mal ein eigenes Video wert. Das andere ist, was in Kursk passiert, geht mich eigentlich gar nichts an. Meine These ist, Russland ist keine Nation. Es gibt kein Zusammengehörigkeitsgefühl der Russen, das auch eine gegenseitige verbindliche Verantwortlichkeit erzeugt. Die Menschen in Kursk sind den Menschen in Moskau völlig gleichgültig. Es gibt auch kein Gefühl der Verbindung zwischen Regierten und Regierenden. In dem Sinne von Seiten der Regierten, das ist meine Regierung, ich bin dafür verantwortlich, was die tut. Oder von Seiten der Regierung, das sind meine Leute und die muss ich vor Angriffen von außen schützen. Weder noch. Als die Soldateska von Prigozhin in Moskau marschiert ist, kamen die Menschen weder auf den Gedanken, die Regierung, ihre Regierung vor den Aufständischen zu schützen, noch sich den Aufständischen anzuschließen. Sie standen an der Straße und machten Selfies. Russland ist keine Nation. Russland ist ein Empire. Es hat keine Grenzen. Es gibt ja das bekannte Zitat von Putin, Russlands Grenzen enden nicht, das man auch schon mal zur Provokation als Plakattafel an die Grenze zu Estland aufgestellt hat. Und Russki Mir, die russische Welt, ist überall, wo Menschen Russisch sprechen, aber auch da, wo sie nicht Russisch sprechen, aber das russische Empire sie sich einverleibt hat, wie zum Beispiel in Tschetschenien. Mit dem Nationalen hat Russland eine ganz eigene Beziehung. Unter dem Zaren gab es das nicht und unter Stalin gab es eine ganz verquere Beziehung zur Nation. Einerseits wurde der große Vaterländische Krieg zur quasi nationalen Mission erklärt. Andererseits wurden die real existierenden Nationalismen des Vielvölkerstaats, einschließlich der Sprachen und der kulturellen Identität, erbarmungslos verfolgt. Der Holodomor, das bewusst herbeigeführte Verhungern der Ukrainer unter Stalin, diente explizit der Ausrottung des bürgerlichen Nationalismus, der im Arbeiter- und Bauernstaat als die größte Gefahr für das Sowjetregime angesehen wurde. Nationalist zu sein, war in der Sowjetunion ein Verbrechen. Noch heute verunglimpfen die russischen Propagandisten die Ukraine als künstliches Gebilde, das von Nazis kontrolliert wird. Weil sie selbst bis heute keine russische Nation ausgebildet haben, sondern nur dem Wahn des imperial entgrenzten Russki Mir folgen, können sie nicht damit umgehen, dass sich um sie herum Nationen gebildet haben. Russlands Grenzen enden nicht, sie fangen aber auch nirgendwo an. Erst wenn sich in Russland, dem russischen Russland, dem, was Wanner das russische Kernland nennt, eine Nation herausgebildet hat, kann dieser Teil der Welt zum Frieden kommen. Dazu braucht es viel Zeit und was unter anderem die Geschichte Deutschlands und Österreichs und auch vieler europäischer Kolonialmächte gezeigt hat, eine krachende Niederlage. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal.